Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und begrüße euch zur Weihnachtsbäckerei. Ich möchte euch heute das Rezept zeigen für eine Süßigkeit, die auf keinem Weihnachtsteller fehlen darf. Und zwar sind das Rumkugeln. Schaut, die habe ich auch schön verpackt in einem Zellophantütchen. Die eignen sich auch wunderbar als kleines Mitbringsel. Da freut sich dann jeder drüber. Es gibt ganz viele Rezepte für Rumkugeln. Ich möchte euch das Rezept zeigen für Rumkugeln wie vom Bäcker. Bäcker benutzen für diese Süßigkeit Kuchen, der sich nicht mehr verkaufen lässt, weil er nicht mehr frisch genug ist, aber er ist natürlich zu schade zum Wegwerfen. Und so etwas finde ich immer ganz toll, wenn man Lebensmittel oder die Reste von Lebensmitteln noch weiter verwertet und hinzu kommt, dass diese Rumkugeln wirklich so gut schmecken und deshalb habe ich dieses Rezept heute für euch rausgesucht. Die heutige spanische Vokabel ist das Wort für Biskuit, nenne ich euch dann bei den Zutaten. Und dann habe ich noch ein anderes ganz tolles Weihnachtsgebäck für euch, nämlich das saftige Schokoladenbrot. Das verlinke ich euch da oben. Schaut es euch einmal an, das ist es auf jeden Fall auch wert, nachgebacken zu werden. Dann geht es jetzt los. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten, 500 Gramm Biskuit, da haben wir auch direkt unsere spanische Vokabel. Biskuit heißt El Bizcocho und da könnt ihr wirklich alles nehmen, was ihr noch an Biskuit daheim habt. Wenn ihr Kuchenreste habt von einem trockenen Kuchen, Marmorkuchen, Schokoladenkuchen, ein Sandkuchen, könnt ihr wunderbar nehmen, wenn der Kuchen nicht mehr so schön ist. Der liegt schon ein paar Tage, ist schon ein bisschen trocken, keiner mag den mehr essen. Könnt ihr wunderbar benutzen. Oder ihr habt eine angebrochene Packung Löffelbiskuit oder diese runden Eierplätzchen, das ist ja auch ein Biskuit. Könnt ihr auch nehmen, also ihr könnt dafür dieses Rezept jetzt wirklich alles nehmen, was ihr aufbrauchen möchtet. Solche Rezepte finde ich wirklich immer toll. Ich hatte jetzt keine Biskuitreste mehr da, auch keine Kuchenreste. Bei uns wird sowas immer aufgegessen, da gibt es irgendwie keine Reste. Deshalb habe ich mir so eine Biskuitplatte gebacken, kann man auch nehmen. So, also 500 Gramm Biskuit, dann 2 Esslöffel Backkakao gesiebt, 2 Teelöffel Zucker, 50 Milliliter braunen Rum und 100 Milliliter O-Saft. Auch hier kommt es drauf an, da müsst ihr dann gleich ein bisschen schauen mit der Flüssigkeit. Es spielt natürlich eine große Rolle, wie saftig der Biskuit ist. Wenn ihr zum Beispiel diese Plätzchen nehmt, die sind ja sowieso wesentlich trockener als Kuchen. Oder wenn der Kuchen etwas älter ist und nicht mehr so saftig ist, sondern schon trockener ist, dann braucht ihr natürlich ein bisschen mehr Flüssigkeit. Das stellt sich dann gleich raus, wenn ihr den Teig dann halt eben herstellt. Dann merkt ihr dann eben auch, wann die richtige Konsistenz da ist. Und auch hier könnt ihr zwischen den Flüssigkeiten variieren. Möchtet ihr es etwas rumlastiger oder nicht so sehr viel rum, dann müsst ihr halt eben mehr oder weniger Rum nehmen, mehr oder weniger Orangensaft dazu. Also da muss man dann gleich halt eben ein bisschen schauen. Und dann 3 bis 4 Esslöffel Konfitüre. Ich nehme jetzt hier so eine rotes Johannisbeergelee. Das habe ich noch übrig. Das möchte ich auch mal aufbrauchen. Deshalb nehme ich das jetzt. Und dann brauchen wir 100 Gramm dunkle Schokolade und 50 Gramm Butter. Und wir brauchen dann noch jede Menge Schokostreusel. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ich da brauchen werde. Ich habe jetzt hier 2 Tütchen 100 Gramm und ich hoffe, damit komme ich hin. Das werde ich aber dann gleich später sehen. So, und ja, gebacken wird da nichts, weil der Biskuit ist ja schon gebacken und das Ganze wird eben nur zusammengerührt. Und wie das geht, das zeige ich euch dann jetzt. Ich habe die Schokolade bei kleiner Hitze in einem Wasserbad erstmal schmelzen lassen und habe jetzt die Butter dazu gegeben, dass die sich jetzt hier in der warmen Schokolade auch noch auflösen kann. Das stelle ich dann jetzt erstmal auf die Seite. Dann habe ich mir jetzt hier schon meinen Biskuit in eine Rührschüssel gegeben, habe das Ganze schon zerbröselt mit den Händen. Und jetzt ziehe ich hier meine altbewährten Lebensmittelhandschuhe an, die ich ja immer benutze, wenn ich dunklen Teig knete, weil sich sonst alles in jede Pore setzt und unter die Fingernägel, das kriegt man ganz schlecht weg. So, und jetzt brösel ich das noch mal kurz. Dann werde ich den Zucker dazu tun und den gesiebten Backkakao sowie die Konfitüre
Und dann hier die geschmolzene Butter und, nee, beziehungsweise vorher halt Orangensaft und Rum. Und dann sehe ich ja schon, wie die Konsistenz dann ist. Es muss ja so sein, dass wir da später wunderbar Kugeln draus formen können. Und dann kommt die zerlassene Schokolade mit der Butter noch mit dazu. Und da wird alles erstmal ordentlich miteinander verknetet. Meine Masse ist jetzt gut durchgeknetet, dass sich alles schön miteinander verbunden hat. Und wie gesagt, ihr müsst da halt ein bisschen schauen und auf euer Gefühl auch etwas achten. Die Masse muss gut formbar sein. Das Ganze kommt ja dann später auch in den Kühlschrank und sollte auch im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und dann wird ja auch die Schokolade und auch die Butter wieder fest, sodass die Kugeln an sich dann auch eine festere Konsistenz dann später haben. Aber sie sollte jetzt so sein, dass ihr da schön Kügelchen draus formen könnt. Und da müsst ihr halt ein bisschen Fingerspitzengefühl jetzt mitbringen und schauen, wie ich schon erklärt habe, kommt es ja eben auf den Biskuit an, den ihr habt. Möchtet ihr mehr Rum, dass es halt eben mehr rumlastig ist oder mehr Orangensaft. Und ich habe das Ganze jetzt schon probiert und das schmeckt wirklich so toll, also schön nach Rum. Ich habe es gern so ein bisschen rumlastiger dann. Und durch die Konfitüre da drin haben wir aber auch so eine und den Orangensaft haben wir so eine leichte fruchtige Note auch dabei. Also die schmecken mir schon super gut, muss ich sagen, bin ich ganz begeistert. So, und jetzt werde ich halt eben von der Masse immer etwas abnehmen, forme dann Kugeln draus. Da müsst ihr dann schauen, wie groß ihr die Kugeln haben möchtet. Das bleibt euch natürlich überlassen. Die Kugeln vom Bäcker, die waren eigentlich immer relativ groß. Aber ich möchte es lieber kleiner haben. Und dann habe ich mir jetzt hier meine Schokostreusel in ein kleines Schüsselchen getan. Und da wälze ich dann die Kugeln drin und lege sie dann erstmal hier ab auf ein Brettchen. Und werde die dann später dann halt eben nochmal in den Kühlschrank stellen. Und so werde ich dann jetzt den ganzen Teig hier oder die ganze Masse hier verarbeiten. Ich habe jetzt die ganze Masse verarbeitet und habe daraus 38 Rumkugeln erhalten. Das kommt natürlich darauf an, wie groß ihr die Kugeln formt. Ich habe jetzt die Größe gewählt von den ganz normalen Rumkugeln, die man kaufen kann. Im Hintergrund hört ihr Gewitter. Heute ist kein so schöner Tag. Es regnet auch ordentlich. Mal gucken, was da noch runterkommt. So, und ich habe auch gar nicht alle Schokostreusel aufgebraucht. Ich hatte ja zwei Tütchen a 100 Gramm und ich habe vielleicht 150 Gramm verbraucht für diese Menge. Und jetzt gebe ich die Rumkugeln in den Kühlschrank, dass die noch mal richtig schön durchkühlen und fest werden können. Und dann präsentiere ich euch gleich die Kugeln, wenn sie dann fertig sind. Die Rumkugeln habe ich jetzt im Kühlschrank richtig schön durchkühlen und fest werden lassen. Und ihr könnt die so schön dekorieren. Es gibt so hübsche kleine Papierförmchen für Konfekt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit mit schönen Weihnachtsmotiven, da könnt ihr die dann reinsetzen, auf eine Etagere geben oder auf einen schönen Teller und dann auf den Kaffeetisch setzen. Oder wenn ihr das Ganze verschenken möchtet, sowas ist ja auch immer ein schönes Mitbringsel. Und da gibt es so schöne Plastiktütchen, entweder einfach nur durchsichtig oder mit einem Weihnachtsmotiv. Dann ist das wirklich auch immer ein kleines, nettes Geschenk. Und ja, ich sage es zwar immer, dass ihr das Rezept ausprobieren sollt, aber hier wirklich auf jeden Fall unbedingt ausprobieren. Die sind so mega lecker und ja relativ einfach und schnell hergestellt. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit! So, das war's dann wieder für heute.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, eine schöne Vorweihnachtszeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.